Jetzt weiß er nicht, wo sie ist. Du Kamel. So you're going to find the way out. Am I clear? Crystal clear, ma'am, sir. Er sagt ma'am, sir. Naja, die Strecke, die jetzt kommt, ist die beschissenste überhaupt. Wie ich finde. Ja. Aber selbst wenn man sie kann, ist das Zeitlimit knapp. Aqua bei Nacht. Ich hasse es. Ja. Jetzt sind wir in Suicide Bomb Fail! Scanning, scanning, scanning. Passendes Opfer aussuchen. Moment, leuchtender Stein! Overload! Overload! Bombensequenz einleiten! Moment, Windows-Fehlermeldung. Jetzt gucken wir auf Storms Face. Ah, this is just like the stone we found at the Giga Rocks. Giga what? Den Giga was? Ja. Schon vergisst er vollkommen die Aufgabe, dass er eigentlich Amy rausführen sollte. Und er findet irgendwie einen Weg. Anstatt Amy einfach mitzunehmen als Geisel oder so. Nein. Alter. Nein. Was sollen Vögel denn schon mit Igeln anfangen? So, erreicht das Ziel in 4 Minuten. Das ist auf dieser Strecke so verkackendreist schwer. Ja, Tempest Waterway. Der einzige Vorteil ist, dass wir hier allein sind. Quasi eine Möchtegern-Time-Attack. Ja. Man kann hier bei den ganzen Ecken springen, wenn man möchte. Oha. Allein, dass man seine Punkte auflädt, aber das lohnt nicht, weil das Zeitlimit hier so eng ist. Später in Mission wird es natürlich wichtig. So, hier in der Ecke ist eigentlich... Ihr lenkt praktisch von selber, müsst trotzdem noch ein bisschen nachlenken. Und auch hier ist wieder eine Wasserrutsche. Die erreicht man auch nur durch Gravi-Aktionen. So, yay, die Tunnel hier sehen besser aus und ich wollte an der Wand fahren, verdammt. Und der 100er ist hier ganz scheiße hingesteckt. Gut, hier kann man so gut wie gar nicht lenken eigentlich. Das ist das, was mich an der Strecke so stört. Wenn man irgendwo hin will, dann muss man es wirklich wollen, sonst funktioniert es gar nicht. 18. Ja. So, Immersion! Die Säulen da oben sind logischerweise das, was wir jetzt brauchen. Yay! Startgeschwindigkeit erhöhen. Vor allen Dingen das Lenken hier ist noch schwieriger, weil Storm so ein Klotz ist. Er fährt sich wie ein Stein. Lenkt kaum. Er lenkt wirklich kaum. Ja. Okay, hier muss man kaum lenken. Und dafür im Rest der Strecke wohl. Oh, verkackt. Gut, jetzt gehe ich nach rechts, weil da ist die Power-Abkürzung. Ich hoffe, ich komme so weit nach rechts. Ah. Krügel, Krügel, Krügel. Na. Alles schön kaputt. Was soll's. Ja. Hauptsache Schrott. Ah, du? Wo wir schon bei Schrott sind. Ich habe letztens meinen Ventilator angemacht, da habe ich so ein komisches Knacken gehört und seitdem springt er nicht mehr an. Der brummt nur noch. Das, weil ich ihn anmachen wollte. Hat er so komisch gebrummt, so als ob da irgendwie ein Motor blockiert. Naja, sehr froh, dass es nicht explodiert ist. Kann er das denn? Hast du auch noch nicht erlebt, ne? Spontane Selbstexplosion. Ja, genau. Sind eine Runde. Du sollst lieber eine Runde furzen, dann funktioniert das vielleicht nicht mehr mit dem Explodieren. Wie in Source Park, nicht wahr? Mhm. Das war eine von den ganz spontane alten... Spontane Selbstentzündung. Ja. In einer alten, richtig alten Source Park-Folge sind Leute dann einfach mal random explodiert.
Das lag daran, dass sie alle zu wenig geputzt haben. Ja, ja. Total selbstverständlich. Laut Spieltheorie. Nach, was soll's. Laut Theorie. So, wir sammeln jetzt einfach mal episch den 100er nicht ein. Nee. Weil die Steuerung das nicht zulässt. Hätte dir eh nichts gebracht, du hast schon hingeschaut. Und Leute, wenn ihr denkt, es ist ein schlechtes Sonic-Spiel, dann habt ihr nur halb recht. Das ist ein durchschnittliches Spiel. Es hat sowohl sehr eigentlich ganz gute positive Aspekte als auch schlechte. Und es wird das letzte mittelmäßige Sonic-Spiel sein, das ich vor Sonic 4 LP'en werde. Das ist besser als All-Stars Racing, meiner Meinung nach. Wie, das hier? Ja. Na, du weißt, die Story hat. Ja, weil Jet drin vorkommt, ne? Auch. Weil ich Schwierigkeitsgrad nicht so happig ist. Schwierigkeitsgrad happig? Komm schon, in All-Stars Racing ist es noch einfacher. Spiel der Grand Prix auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad und die Gegner ficken dich schon tot, so halb. Das kann's nicht. Naja. Ich kann's. Angeber. Ja. Weißt du, von den Farben könnte man denken, das ist so eine typische Eggman-Festung. Ja. Und was ist das für ein Pirat? Das ist sein Vater. Sorry, Boss. Sorry, Boss, ich komme zu spät, weil ich so fett bin. Dafür hat er dann gleich zwei Dinger mitgebracht. Zwei dicke Dinger. Zwei Ringe um seine Eier, die sich ausreißen musste. Gut, die Information wird jetzt wichtig. The contraction of the engine's core will lead the lightless black to consume everything. Die totale Finsternis. Oh! Guck mal da. Dieses Pädobär-Grinsen. Was weiß ich? How should I know? Anyway, we can leave the thinking for later. For now, we need to collect these arcs of the... Ja? Ja. Wie? Aber das wird mich auch mal interessieren, wie zur Hölle hat Eggman es geschafft, das zu klauen? Wüsste ich ja auch gerne. Storm muss schon echt gepennt haben. Ja, Waves Geschichte war so einschläfernd, so langweilig. Jet, wundert es dich, dass der dein Schiff haben will? Du hast es falsch gestrichen. Echt mal, das sind die typischen Eggman-Farben. Rot, ja. Rot, Gelb, Weiß. Die typischen Eggman-Farben. Und die Szene haben wir schon gesehen. Oh. Ja, die wird identisch nochmal in der Babylon-Story gezeigt. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum. Ja, und jetzt kommt nochmal... Besiege Sonic im Rennen, der Popunturm. Nur diesmal ist es ein bisschen schwieriger. Crimson Impact heißt es diesmal, glaube ich. Oder wie hieß die Strecke? Ich glaube, das heißt Security Corridor. Okay, langweiliger Name. Tatsache, langweiliger Name. Ja, wie man da durchkommt, wüsste ich gerne. Das ist eine Abkürzung. Gentlemen, was wir jetzt machen, ist Ringe sammeln. Wie immer halt. Was mache ich da? Ich habe gerade alles kopfüber gesehen, du auch. Das. Weiß nicht. So, ich gehe natürlich nach rechts, auch wenn ich da noch gar nicht langfahren kann. Hat's nicht? Ich kann ja nicht grinden. Jetzt kann ich grinden. Ja, du konntest nicht grinden, aber du konntest trotzdem langfahren. Ja, ich könnte langfahren, aber... Ey, Waffenwippen! Bombe. Arschig. Gut, hier bin ich immer langsam mit den Computerspielern. Es nervt! Das sind so Wege, da muss doch erstmal drauf kommen, dass da überhaupt ein Weg ist. Ja, man denkt ja erstmal, das ist alles Schrott. Und hier ist der 100er. Scheiße, versteckt. Und ich bin runtergefallen, verdammt.
Warum emissionierst du da nicht? Du hättest da emissionieren müssen. Die Flugteile, die sind nicht besonders toll dafür. Die verschwinden doch gerne mal. Wieso? Du kannst doch durch diese Rotoren einfach durchfliegen. Ja, aber verstehst du, wenn man irgendwo dran lang grindet, dann schießt man nochmal richtig weit nach vorne. Soll ja auch so sein. Gut, hier fahren wir 200. Hey. Oha. Nicht so viel, ne? 70 über Autobahn-Richtlimit, möchte ich meinen. Ja, sogar 39, wenn man es genau nimmt. Um auf der Autobahn fahren zu dürfen, muss man mindestens 61 km/h fahren können. Ja, ich ging von der Richtgeschwindigkeit aus. Ach, Richtgeschwindigkeit, da brauchte ich nicht. So, 100 eingesammelt, Gear Change. Weiter geht's. Ja, jetzt hat er seine Blue Balls wieder bewiesen. Was habe ich bewiesen? Jetzt hast du deine Blue Balls wieder bewiesen. Echt? Ja. Du musstest den ja unbedingt einsammeln. Ja, unbedingt. Ich hoffe ja immer noch, dass im nächsten Sonic und Sega All-Stars Racing Teil, der schon angekündigt wurde, Jet zu spielen sein wird. Er wird zwar keine eigene Strecke bekommen, aber dafür wird er zu spielen sein. Also ich war mit dem Sonic Cast zufrieden, den es gab. Hä? Nochmal. Ich war mit dem Sonic Cast zufrieden, den es zu spielen gab. Sonic, Tails, Knuckles, Amy und Shadow. Mehr braucht man nicht. Ja, und Eggman. Ja, Eggman ist natürlich dabei. Aber ehrlich gesagt, mit Jet hatte ich auch kein großes Problem, zumal er mit seinem Gear sowieso fast alles kann. Ja. Aber Autofahren kann er trotzdem nicht. Nö. Der muss man nicht unbedingt die Vorteile von einem Auto haben. Vielleicht gibt's ihn ja als DLC mal schon. So, Security Corridor, Strecke und so ein Shit. Und jetzt fängt die Szene hier ungefähr da an, wo die in der Helden-Story aufgehört hat. Macht Sinn. Nur, dass sie diesmal ein anderes Ende hat. Hier. Hey! We haven't settled anything yet. Wusstest du, dass Sonic, dass der Sprecher von Sonic auch Jet gesprochen hat? Okay. Und Shadow glaube ich auch. Okay. Vielleicht sollte ich mich in Sonic Shadow Jet Fusion umbenennen. Er guckt immer noch Sonic nach. So, ja. Nächstes Mal kommst du nicht davon. Why do you think the ancient Babylonians sealed away that power unit in the Gigan Rocks? Beats me. Something's not. The lightless black that assaulted. Die totale Finsternis. Wovon weiß er davon? Da stand nirgends. Na doch. Nein. Am Bandgemälde stand das nicht. Das hat Wave vorgelesen. Und der Anführer. Ja. Mit den beiden Augenfarben. Ich nehme diese Suicide-Bombe an mich. Nun springe ich alles in die Luft. Ach, nein. Ihr werdet mich nie kriegen. Ich flieg so langsam. Extremmutation ist angesagt. Keine Ahnung. All I can say is that something nearby is generating a massive electromagnetic pulse. That may have forcibly engaged the program in the robot's buffer. Sonic, the Babylonians weren't able to control the power of those meteorites. What do you mean? I figured out how they can change gravitational polarity. It's a black hole. The meteorites amplify gravity to form black holes. That's the lightless black that attacked the divine wings. Yeah.
Da haben wir sie doch, die totale Finsternis. Ja, der Effekt ist jetzt äußerst billig. Bildschwanken. Natürlich haben sie den Effekt hier nicht weiterverwendet. Aber ich sehe nicht, jetzt kommt es sowieso cool.